Ein Pokal ist da, um ihn dann am Ende auch gewinnen zu wollen. Ich glaube, er hat nie seine Stärke verloren. Ich glaube schon, dass er ein Rhythmusgeber ist, dass er sehr viele gute Szenen initiiert für uns. Die Reise soll im Halbfinale auch noch nicht zu Ende sein. Was für ein wunderbarer Fußballabend, der Dienstagabend im DFB-Pokal-Viertelfinale. Für unsere Eintracht ging es gegen Union Berlin und dieser Pokalabend endete dank des Doppelpacks unseres Franzosen Randal Kolo Muani mit einem 2:0-Sieg daheim im Deutsche Bank Park. Emotion pur also, da wird auch mal der Balljunge von unserem Stürmerstar herzlich in die Arme genommen. Wir begrüßen euch auch herzlich zu einer neuen Folge im Herzen von Europa, präsentiert von unserem Hauptsponsor Indeed. 6 Pokal-Halbfinale sind es in den letzten 7 Jahren gewesen. Neben der guten Leistung sprachen Kevin Trapp und Sebastian Rode am Eintracht TV-Mikro über die Reise der Eintracht im Pokal. Ein Pokal ist da, um ihn dann am Ende auch gewinnen zu wollen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann wollen wir auch bis zum Ende gehen, klar. Ein Halbfinale ist immer was ganz Besonderes, mit großartiger Leistung, das egal in welchem Wettbewerb zu erreichen. Und gerade in den letzten Jahren haben wir schon das eine oder andere Mal, sind wir weit gekommen im DFB-Pokal. Von daher, die Reise soll im Halbfinale auch noch nicht zu Ende sein. Nein, Seppel, die Reise, die soll noch nicht zu Ende sein im Halbfinale. Das sind unsere 3 potenziellen Gegner, die Halbfinalisten im DFB-Pokal. Und ich begrüße auch erstmal unseren Experten Alexander Schur heute. Hi, hallo, Alex. Lina. Wir sehen es gerade im Hintergrund, Alex, wen wünschst du dir denn im Halbfinale? Also nach dem gestrigen Spiel zu urteilen, wo RB sehr, sehr gut gespielt hat gegen Dortmund, würde ich mir natürlich einen der anderen Gegner wünschen, am besten ein Heimspiel natürlich, ja, dass wir hier nochmal eine schöne Atmosphäre entfachen können. Und ja, wer jetzt von den beiden, das ist mir dann eigentlich egal. Ich glaube, es kommt auch am Schluss dann darauf an, dass du deine eigene Leistung auf dem Feld bringst. Ist ja immer sehr, sehr emotional, solche Halbfinals. Und deswegen glaube ich, bei einem Heimspiel können wir aber auch alle 3 schlagen. Also unser Experte wünscht sich ein Heimspiel und entweder den SC Freiburg oder den VfB Stuttgart. Das Spiel am Dienstag, in meinen Augen, war richtig gut. Was sagst du? Hast du es geschaut? Ja, auf jeden Fall. Ich schaue alle Spiele von uns. Die erste Halbzeit war überragend, muss man sagen. Also die Eintracht hat richtig gut gespielt, da ist sehr, sehr viel Druck gemacht, sehr, sehr viele Angriffe initiiert, viele Chancen gehabt. Wenn Boré seinen Lattenknaller noch ins Tor gegangen wäre, wäre das natürlich ein rundum tolles Spiel gewesen und wäre wahrscheinlich dann noch höher ausgegangen. Mario Götze hat in diesem Spiel auch eine sehr große Rolle gespielt. Nach der WM hatte er so ein kleines Tief, ist jetzt wieder voll mit dabei. Glaubst du, er kann wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden? Ich glaube, er hat nie seine Stärke verloren. Ich glaube schon, dass er ein Rhythmusgeber ist, dass er sehr viele gute Szenen initiiert für uns. Und viele geniale Momente hat, wie bei dem ersten Tor. Ich glaube einfach, dass Lindström als Mitpassgeber oder als nochmal zusätzlicher Offensivspieler, der absolut in der Saison war, gefehlt hat oder ihm immer noch fehlt. Und ich denke, Boré kommt so langsam rein und er wird der Faktor sein, dass wir wieder sehr, sehr stabil werden, weil Kolo Muani und Götze funktioniert schon seit Wochen ganz gut. Kolo Muani hat jetzt die Tore nicht gemacht in den letzten Spielen, aber das hat jetzt gegen Union wieder gut funktioniert und ich hoffe auch in der Zukunft, dass Kolo Muani auch weiter trifft. Du hast ihn eben schon angesprochen, Raphael Boré, auf ihn würde ich auch ganz kurz nochmal zu sprechen kommen. Seine Rolle hat sich etwas verändert. Mhm. Inwiefern? Ja gut, du kommst natürlich von einem Europapokalsieg aus der letzten Saison direkt auf die Bank. Trainer hat halt immer versucht, ihn auch nochmal Spielzeit zu geben, um ihn praktisch in der Saison zu halten und seine Leistung so ein bisschen zu konservieren. Das ist aber schwierig, weil natürlich Boré auch ein stolzer Spieler ist. Der will natürlich die Leistung für die Mannschaft bringen und will ein Teil vom Sieg oder von einer guten Spielserie sein. Und das hat nicht funktioniert. So hat er im Prinzip immer weiter für sich an Wert verloren für die Mannschaft und das ist so ein bisschen das Loch, aus dem man ihn wieder rausbringen muss psychologisch und das geht natürlich auch über viel Spielzeiten. Man merkt aber langsam kommt er wieder in den Rhythmus, lernt wieder Automatismen
mit Götze und Kolomani. Und ich glaube einfach, dass das, wenn das erste Tor fällt von ihm, dass ihm viel Last von den Schultern fällt und dass das auch wieder ganz gut läuft. Es könnte und wird wahrscheinlich auch am Samstag, oder er wird auch am Samstag wieder eine Rolle spielen. Es geht in Leverkusen auswärts. Wir haben eine Grafik vorbereitet, wie unsere Bilanz denn immer bei Heim- und Auswärtsspielen zwischen uns und Leverkusen ist. Und ich glaube, man sieht direkt, zu Hause schaffen wir es irgendwie immer, Leverkusen, ich sag mal, wegzuhauen, und auswärts, ja, sieht die Bilanz für uns nicht ganz so gut aus. Wie kann sowas passieren? Das ist eigentlich immer ein Rätsel. Ich glaube einfach, dass wenn du nur so eine Serie hast von 3-4 Spielen, du in der nächsten Saison, wenn du noch, ich sag mal, der Spielerkader so ist wie in der letzten Saison, viele Spieler hast, die in den vergangenen Spielen, Auswärtsspielen auch dabei waren, dass du so ein bisschen einen psychologischen Faktor im Hinterkopf hast. Na, wir fahren nach Leverkusen, haben wir schon viele Niederlagen kassiert und so, und dann kursiert das natürlich auch in der Presse immer ein bisschen, und ja, da kommt, ich denke mal, psychologisch einiges zusammen. Und dann da fängst du an nachzudenken, und das ist natürlich als Fußballer nicht so gut. Also man sollte das Spiel immer frei von irgendwelchen Vorzeichen und Vorurteilen angehen, und ja, dann ist es ein normales Bundesligaspiel von zwei richtig guten Kontermannschaften, und ja, so müssen sie es auch machen. Also sie müssen eigentlich die Vergangenheit so ein bisschen wegschieben und ja, frei und mit Freude in das Spiel gehen, ja, mit einer hohen Motivation auch aus dem Unionsspiel. Wir analysieren gleich nochmal ein, zwei Szenen von Leverkusen. Bevor wir darauf aber kommen, haben Sebastian Rode und Makoto Hasebe uns mal ihre Einschätzung zu geben, was sie vom Spiel gegen Leverkusen erwarten. Ja, die sind auch gerade gut drauf, ja. Und wir haben ja letzten paar Jahren dort nicht gewonnen. Aber wir haben heute gezeigt, ja, dass wir wieder gut Fußball zu spielen, ne? Und noch kämpfen, ja. Und Leidenschaft, ja, das nehmen wir nach Leverkusen mit. Und ja, dann können wir dort 3 Punkte holen. Weil jedes Jahr aufs Neue was Besonderes ist. Ich freue mich auch wieder gegen Xabi Alonso, den da zu treffen. Und dann schauen wir, geben wir unser Bestes und schauen, was in Leverkusen rausspringt. Unser Kapitän hat ihn schon angesprochen, Xabi Alonso. Schui, wir blicken mal auf eine Szene der Werkself. Hier sieht man so ein bisschen die individuelle Art, die Alonso damit eingebracht hat. Wie würdest du die Szene beurteilen? Genau, er kommt ja von der 6, Alonso, und war immer auch ein Stratege. Das heißt, er steht für Ordnung im Defensivbereich und aus der Ordnung. Ja, das ist ja die Grundlage eines guten Konterspiels, aus der Ordnung Ball gewinnen und dann eigentlich mit Tempo von verschiedenen Positionen in die Tiefe starten, ja, Tiefe generieren. Und mit schnellen Laufwegen, schnellen Triplings und ein, zwei Pässen dann vors Tor zu kommen. Hat hier super funktioniert, und das ist die große Gefahr. Ja. Sie haben eine unglaubliche Geschwindigkeit in den vorderen Positionen mit Frimpong über die rechte Außenposition. Auch nochmal eigentlich ein Offensivspieler. Sehr, sehr schwer auszurechnen. Wenn du jetzt 2 Spieler zumachst, sind die anderen 2, die dann anfangen zu wirbeln. Tiefer Schwerpunkt heißt auch immer schnelle Bewegung, ja, auch schwierig für große Innenverteidiger. Das heißt, meistens in den Kontern kommen ja kleine Spieler mit Geschwindigkeit auf einen großen Spieler zu, und dann hast du einfach Schwierigkeiten, ja, bei der Drehung dann, bei der Abwehrdrehung die Geschwindigkeit aufzunehmen. Kleiner Spieler mit Geschwindigkeit, vermutlich meinst du Diaby, oder? Alle. alle 3 eigentlich nicht groß. Diaby, Wirtz oder auch Adli, Frimpong auch kleiner Spieler. Die Größe kommt dann erst im Sechserbereich in der Innenverteidigung. Aber vorne, wie gesagt, tiefer Schwerpunkt, wirklich schnelle Bewegung, ja, und auch sehr viel Tempo in der Tiefe. Wie ich finde, Diaby, mit ihm hat man einen Spieler mit natürlich individueller Klasse. Ein weiterer Spieler mit sehr guter individueller Klasse ist auch Florian Wirtz. Er hat es gegen oder auf Schalke richtig gut gemacht. Die Szene haben wir auch vorbereitet. Kannst du gerne auch mal sagen, genau, was hier sieht man auch war. Die Technik. Ja, also sie haben nicht nur Geschwindigkeit, sie haben auch eine sehr, sehr gute Balltechnik in einem engen Raum. Also hier wird jetzt von 3 Spielern bedrängt von Schalke. Mit kurzen Bewegungen, das habe ich gerade angesprochen, ja, schnelle Bewegungen, die schwierig sind für Abwehrspieler ja, aufzufangen oder mitzugehen, hat er das super gemacht. Eigentlich lässt er den Abwehrspieler ins Leere laufen und macht ihn dann mit der Pike rein. Ja, wie gesagt, also da müssen wir uns einstellen. Ja, das ist das, was Leverkusen auch so unausrechenbar macht. Das heißt, gegen tiefstehende Gegner sind sie genauso gut, ja, wie jetzt in einem Konterspiel.
Und da müssen wir versuchen, relativ früh am Körper zu sein, schnell zu attackieren und auch ja, sehr, sehr körperlich zu sein, weil das tut ihnen am meisten weh. Wir haben es vorhin schon gesehen, unter Alonso stehen sie halt recht eng zusammen, machen die Räume eng. Wie können wir jetzt aber Leverkusen knacken? Ja gut, du musst im Prinzip darfst du nicht so viele Fehler haben, jetzt wie wir in der zweiten Halbzeit gegen Union Berlin. Da hatten wir wieder ein, zwei Pässe, die quer oder die jetzt in die Tiefe dann beim Gegner gelandet sind und dann diesen ersten Pass dann abzufangen, das ist dann halt schwierig, deswegen, weil du bist dann aufgefächert, ja, du gehst in die eigene Spieleröffnung, ja, und das ist halt die Problematik. Umso mehr Fehlpässe du hast im Spiel oder Fehler im Spiel und Ballverluste, umso mehr kommt halt Leverkusen ins Spiel hinein. Aber du darfst auch nicht so tief stehen, weil auch das beherrschen sie ganz gut. Ja, sie kommen mit viel Geschwindigkeit relativ häufig auch auf die Grundlinie, um dann im Prinzip über Querpässe dann auch die Torchancen zu generieren. Also schwierige Mannschaft, schwierig zu bespielen, aber wir haben das Unionsspiel, das Ergebnis im Rücken und ich glaube einfach, dass wir mit einer sehr, sehr großen Euphorie ins Spiel gehen. Und wichtig ist erstmal, wie gesagt, dass man den Fokus auf das Körperliche legt. Also man muss wirklich in jedem Zweikampf, muss man irgendwo den Körper drin haben, eine gewisse Aggressivität zeigen und ja auch mit dieser Körperlichkeit die Lust am Spiel der Leverkusen nehmen. Also wir sind gespannt, wie es am Samstag ausgeht. Schui, vielen lieben Dank für deine Expertise. Ich danke dir an euch. Wettkampfstimmung, die herrscht nicht nur für unsere Profis am Wochenende, auch unsere E-Sportler, die finden mittlerweile optimale Wettkampfvorbereitungen und Wettkampfbedingungen in der neuen Deutsche Bank Park Academy vor. Wir haben sie mal begleitet und die Eröffnung für euch zusammengefasst. Die Deutsche Bank eSports Academy ist primär eine Begegnungsstätte für eSports-Begeisterte der Rhein-Main-Region und von Hessen. Neben Trainingsfläche und Wettkampffläche, wie schon angesprochen, gibt es hier vor allem auch eine Begegnungsstätte. Das heißt, egal ob man Profi ist, Amateur-E-Sportler oder E-Sportlerin, egal ob Nachwuchs, jeder ist hier zu Hause und hat hier auch ein neues Zuhause gefunden. Und da sind wir sehr stolz drauf und natürlich wird hier primär erstmal trainiert und an Wettkämpfen dran teilgenommen. Aber uns war es eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier eine Austauschfläche geschaffen haben. Meine Skills an der Konsole sind sehr bescheiden. Ich habe früher mal ein bisschen FIFA gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich dann gemerkt, dass andere um Längen besser sind. Heute gucke ich eher mal meinen Jungs über die Schultern, was die spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich faszinierend, weil es heute auch wirklich ein total verbindendes Gruppenevent ist, weil man sich mit anderen verabredet, Multiplayer spielt, kommuniziert. Aber, und das ist das Wichtige, da kommen ja immer mehr Aspekte dazu. Es geht ja nicht nur um E-Sport und gut sein, es geht um Ernährung, es geht um Fitness, es geht um Haltung, es geht um Gymnastik, also all die Dinge, die man machen muss, um eine gute körperliche Leistungsfähigkeit, eine hohe Konzentration zu haben in dem Spiel. Und das vermitteln wir hier und das machen wir sehr gut. Also Top-Bedingungen für unsere E-Sportler in der neuen Academy. Bevor wir zum Ende der Sendung kommen, haben wir noch eine Empfehlung für euch. Charlie Körbel, Rekordspieler von Eintracht Frankfurt, war zu Gast bei uns im Podcast Eintracht vom Main. Aber die Sensation war einfach, dass wir gewonnen haben. Ich habe ordentlich gespielt. Das war klar, mit 17 Jahren, das war halt auch für die Journalisten natürlich eine super Sache. Charlie Körbel gegen den Bomber der Nation, das war ja auch was Besonderes. Und ich habe wirklich geglaubt, ich bin der neue Superstar. Ihr solltet also unbedingt reinhören, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Das war's wieder mit Im Herzen von Europa, präsentiert von unserem Hauptsponsor Indeed. Am Samstag holen wir die 3 Punkte in Leverkusen. Bis dahin alles Gute für euch und ciao, ciao. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed, stolzer Hauptsponsor der Eintracht.